Das Wort hat nun der Kollege Wolfgang Thierse. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen, eine wahrlich schwierige Güterabwägung. Die Befürworter der PED tragen gewiss gewichtige Argumente vor. Ich kann mich ihnen trotzdem nicht anschließen, denn würden wir ihnen folgen, also PED zulassen, nehmen wir einen fundamentalen Paradigmenwechsel vor. Denn um der Hilfe bei individuellem Leidwillen, um der Erfüllung des Wunsches nach einem eigenen, möglichst gesunden Kind willen, veränderten wir ein allgemeines, höchst folgenreich. Wir ermöglichten Selektion, wir ermöglichten eine Qualitätsüberprüfung menschlichen Lebens. Ich will meine Entscheidung gegen PED in 7 Punkten begründen. Erstens, die Garantie der Menschenwürde bedeutet, dass jeder Mensch Subjekt aus sich heraus ist, Zweck in sich selbst, im Sinne Immanuel Kants. Diese Menschenwürde gilt von Anfang an. Naturwissenschaftlich herrscht heute Einvernehmen darüber, dass mit der Kernverschmelzung das vollständige individuelle menschliche Genom entstanden ist, aus dem ein vollständiger menschlicher Organismus, ein neugeborenes Individuum hervorgehen kann. Der Schutz der Menschenwürde muss also hier zu diesem Zeitpunkt beginnen. Zweitens, aus dem Gebot der Menschenwürde ergibt sich das Verbot der Instrumentalisierung, der Verzweckung eines Menschen. Bei der PED aber geschieht genau dies. Embryonen werden als Sachen behandelt. Sie werden nicht um ihrer selbst willen gezeugt, sondern zum Zweck ihrer Auswahl. Ihr Sein, ihre Entwicklung wird abhängig gemacht von bestimmten genetischen Dispositionen und Merkmalen. Drittens, Menschenwürde ist mit dem Recht auf Leben verknüpft. PED zielt aber auf Auswahl, ist also unweigerlich auf eine qualitative Selektion mit anschließender Beendigung menschlichen Lebens ausgerichtet. Die Notwendigkeit der Auswahl wird noch dadurch verschärft, dass zur Durchführung der PED mehr Embryonen gebraucht werden, als eingepflanzt werden können. Reproduktive Freiheit, wie das genannt worden ist, aber rechtfertigt auch unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit einen solchen Eingriff in das Lebensrecht nicht. Viertens, nach meiner Überzeugung sind die Konfliktlagen bei PID und beim Schwangerschaftskonflikt nicht vergleichbar. Bei der PND wird nicht prinzipiell ein Ergebnis vorweggenommen. Es geht im Konfliktfall um die Abwägung zwischen dem Lebensrecht des Ungeborenen und dem Recht der Schwangeren auf Leben und physische wie psychische Unversehrtheit. Bei der PID aber wird von vornherein eine Entscheidung zwischen verschiedenen geeigneten oder ungeeigneten Embryonen getroffen. Fünftens. Eine Zulassung der PED würde genau den Selektionsgedanken in die deutsche Rechtsordnung wieder einführen, dem der Gesetzgeber mit der Ablehnung der embryopathischen Indikation, also der Erlaubnis, menschliches Leben aufgrund unerwünschter Eigenschaften zu verwerfen, bei der Reform des Paragraphen 218 ausdrücklich widersprochen hat. Sechstens, wer behauptet, PND und PED liefen dann, wenn ein krankes oder behindertes Kind zu erwarten sei, letztlich auf dasselbe hinaus, eine Tötung des Embryos, unterstellt genau den Automatismus, den der Gesetzgeber mit der Abschaffung der embryopathischen Indikation verhindern wollte. Rechtsmissbrauch darf aber vernünftigerweise nicht als Argument herhalten. Die missbräuchliche Praxis einer Inanspruchnahme der PND, die sogenannte Schwangerschaft auf Probe, sollte nicht zu einem Argument für die PED für eine Zeugung auf Probe gemacht werden. Siebtens, es ist nicht Alarmismus oder ein angstbesetzter Blick auf den wissenschaftlichen Fortschritt, wenn man die Möglichkeiten der Begrenzung von PED für äußerst fraglich hält. Dank der Weiterentwicklung der Untersuchungsmethoden lässt sich mit aller Wahrscheinlichkeit die Erhebung von sogenannten Nebenbefunden nicht verhindern. Wenn man PED erlaubt, wird eben auch das Screening auf chromosomale Fehler oder das Genetic Screening möglich werden. Zum Schluss
Selbst nach Auffassung Ihrer Befürworter handelt es sich bei der PED um eine Methode, die so problematisch ist, dass sie nur in seltenen Fällen eingesetzt werden sollte. Ist unsere ganze Aufregung also unangemessen? Sollten wir nicht diese wenigen Ausnahmen zulassen? Ich meine nicht. Mit der PED entscheiden wir heute über sehr grundsätzliche Fragen. Über die Frage nach der Bedingtheit oder Unbedingtheit des Kinderwunsches, über die Frage nach unserem Begriff von Menschenwürde und für wen und ab wann dies gilt, über die Frage nach der Qualitätsüberprüfung beginnenden menschlichen Lebens und der ihr folgenden Möglichkeit zur Selektion. Es geht nicht um eine Ethik der Strafe, sondern um eine Ethik der Menschenwürde. PED verhindert möglicherweise in einzelnen Fällen Leid, aber sie verhindert in jedem Fall das Lebensrecht von gezeugtem menschlichen Leben. Wir sollten das nicht tun. Bitte unterstützen Sie den Gesetzentwurf zum Verbot der PED.